Also, ich komme eines Tages vollkommen fertig nach Hause und sehne mich nur noch ein bisschen Zuladung. Burry noch auf der Couch, trank sein Bier und kaufte. Nein, er kaufte nicht, er blockte. Da sagte ich zu ihm, also ich sagte, Burry, du blockst noch einmal! Und er tat es. Da nahm ich das Gewehr von der Wand und feuerte zwei Warnschüsse ab. In seinem Kopf. Der Kammerfisch, der Kammerfisch, der war ja selber Schuss. Tada! In meiner Wange, auf meiner Wange, die Schimmertiere sind auf der Tag. Vor etwa zwei Jahren traf ich Ezekielian aus Salt Lake City. Er sagte, er wäre ledig und naja, wir sind gleich aufeinander geflogen. Also beschlossen wir zusammenzuleben. Er ging zur Arbeit, er kam nach Hause. Ich mixte ihm einen Drink, wir aßen zu Abend. Es war der Himmel auf Erden in zweieinhalb Zimmern. Und dann kam ich dahinter. Ledig, hatte er gesagt. Ledig am Arsch! Nicht nur, dass er verheiratet war, oh nein. Er hatte sechs Frauen. Einer von diesen Mormonen, sie wissen schon. Als er an diesem Abend nach Hause kam, mixte ich ihm wie gewöhnlich seinen Drink. Aber wissen Sie, manche Typen vertragen einfach keinen Arsen. Also ich stehe in der Küche und zerlege das Hühnchen fürs Abendessen und bin total in dieses Geschirr vertieft. Plötzlich erstürmt mein ganzer Frühbuch herein, rasend vor Eifersucht. Du bummst den Mensch, mein schreit er. Er war fröhlich, als er sich umkreischte immer wieder. Du bummst den Mensch, Mann. Und dann rannte er mir ins Messer. Er rannte mir ins Messer. Zehnmal. Lebenskünstler. Und ich ihn mehr als Todesfall.